Hier nochmal ein paar Eigenschaften für die Java-Datentypen. Hier sind sie mal aufgeführt. Jeder Datentypen hat einen sogenannten Default-Wert. Was es damit auf sich hat, werden wir insbesondere noch sehen, wenn wir uns im objektorientierten Bereich mit Instanzattributen beschäftigen. Das sind die Werte, die hier mal aufgeführt sind. Ja, bei den meisten ist das 0. Und hier werden aufgeführt die kleinsten und die größten Werte. Das heißt, hiermit wird repräsentiert der Wertebereich, den diese entsprechenden Datentypen umfassen. Das ist insbesondere interessant bei Short. Das ist der Wertebereich von minus 32.768 bis 32.767. Das heißt, wenn Sie wissen, Sie arbeiten mit Werten in diesem Bereich, dann können Sie den Datentyp Short verwenden. Im Allgemeinen nutzt man Int für die Repräsentation von ganzen Zahlen und da liegt der Wertebereich genau zwischen diesen beiden Werten. Wenn man jetzt aber mit etwas größeren ganzen Zahlen zu tun hat, dann muss man den Wertebereich Long nutzen. Sie sehen, der ist schon wesentlich größer, dieser Wertebereich. Da werden ja auch 64-Bit genutzt, um entsprechende Werte abzuspeichern. Und wenn wir uns mit reellen Zahlen beschäftigen, dann können wir nutzen Float und Double. Da liegt der Wertebereich hier zwischen und bei Double zwischen diesen entsprechenden Zahlen.